Oh, ich bin totaler Felsen-Fan. Finde ich einfach total schön. Auf Facebook angeben, Hobbys, Felsen. Badewanne. Cool. Hast du Lust auf den Badplatz? Hallo, wir sind wieder wandern. Heute sind wir im Pfälzer Wald unterwegs und wir laufen hier zu einem Felsen, der ist Drachenfelsen, und gucken mal, was wir sonst noch so da oben alles entdecken. Und ja, wir sind gestern schon sehr chaotisch angekommen. Es geht berghoch, ich bin schon außer Puste. Ist immer wieder wunderbar. Wir sind nämlich angekommen an der Unterkunft und da war einfach keiner und es ging auch keiner dran. Dann habe ich da eine Bewohnerin gefragt und die teilte mit, dass der Herr, der die Wohnung vermietet, verstorben ist im Sommer bereits. Ja, also sind wir 250 Kilometer hierher gefahren, um vor verschlossener Wohnung zu stehen. Einen Tag vor Silvester. Wir hatten Kontakt mit Booking und ja, riesiges Hin und Her, hat alles sehr lange gedauert. Wir sind jetzt jedenfalls in einer anderen Unterkunft. Booking hat was dazugegeben, weil wir halt echt die günstigste Unterkunft hier genommen hatten. Und ja, naja, Hauptsache wir haben eine andere Unterkunft und uns geht's gut. Wir haben temperierte Räume. Oh ja, wir können in jedem Raum gerade genau die Temperatur einstellen. Und Toren mag es gerne warm, also ist im Moment 22 Grad im normalen Zimmer und 25 im Bad. Bisschen Sauna. So wie im Mutterleib im Prinzip. Können wir noch die Räume fluten, dann haben wir auch ein bisschen Floating. Einfach wohlfühlen. Charlene mag es gern kalt als Südländerin. Naja, mag es gern kalt, ist zu viel, aber ich kann halt nicht gut schlafen, wenn es 22 Grad sind. Ich mag es auch gern warm, aber jetzt in der Wohnung müssen es jetzt nicht unbedingt mehr als 20 Grad sein, da reicht mir auch 20. Nee. Durch den Wald sieht man schon einige schöne Felsen. Ich bin totaler Felsen-Fan. Finde ich einfach total schön. Auf Facebook angeben, Hobbys, Felsen-Fan. Okay. Hallo Felsen. Wow, man sieht natürlich gar nicht, wie groß der ist. Ich drück Toren einfach mal die Kamera in die Hand. Fürs Größenverhältnis gehe ich einfach mal davor. So, wandern wir mal um dieses schöne Massiv drumherum. Ah, es ist auch nur Regen angekündigt, die Zeit, die wir hier sind. Jetzt haben wir mal Glück, das ist gerade eine Regenpause. Aber den einen Tag soll es komplett durchregnen, auch richtig heftig durchregnen. Heute ist auch noch viel Regen gemeldet. Heute Abend ist übrigens Silvester. Mal gucken, wo wir da uns einen Platz suchen, um möglichst ein bisschen Aussicht zu haben auf so die Umgebung, dass man da ein bisschen das Feuerwerk sehen kann.
Oh, wie cool. Ja, voll geil. Aber gemütlich sieht's nicht aus. Na hier, da muss man auch ein bisschen schwindelfrei sein. Das geht ja schon 2 Meter runter. Im Regen ist es halt extrem nass alles und wir müssen halt echt ein bisschen aufpassen. Die Wettervorhersage hat sich noch mal ein bisschen geändert. Es soll heute tatsächlich gar nicht mehr regnen. Das wäre natürlich herrlich. Die nächsten Tage dafür schon. Aber naja, wir hangeln uns von Tag zu Tag. Und wenn es heute nicht mehr regnet, freue ich mich. So, wir sind jetzt gleich beim Drachenfelsen. Auf eine Idee. Wir müssen uns noch überlegen, wo wir Silvester verbringen wollen. Das haben wir auch an den Ort hier gedacht, weil man eben einen Ausblick hat. Nochmal von oben gucken, wie weit man wirklich gucken kann. Auf jeden Fall sieht man schon mal Busenberg. Aber würde halt bedeuten, dass wir dann heute Abend nochmal hier 5 Kilometer im Dunkeln herlaufen müssen. Ob wir das jetzt machen wollen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wow! Weg bin ich. Boah, wie geil ist das denn? Einfach komplett dunkel. Muss man mit der Taschenlampe mal rein. Gefühlt auch nicht viel. Ach, und hier geht's wieder raus. Ist ja witzig. Krass. Okay, gucken wir mal, wo die Wendeltreppe so hinführt. Thank you.
Alter, das ist ja eine krasse Treppe. Den Winkel ändern. Das sind ja richtig cool, die Stufen hier. Also zum Hochgehen geht's ja, aber zum Runtergehen stelle ich es mir schwierig vor. So, jetzt muss man so eine Treppe runter. Ach du liebe Zeit. Das geht einfach nicht vorwärts. Man muss hier rückwärts runter. So, mal gucken, ob Torun das eleganter hinkriegt als ich. Oder ob er es vorwärts schafft. Er wird wahrscheinlich einfach runterspringen. Genau das habe ich gesagt. Ist das cool. Hier ist auch gar keine hohe Stufe, die ist ja nur so hoch wie mein Oberschenkel. Kleiner Raum. Ach, und hier geht es auch noch weiter. Wow, das sind ja auch noch einige Räume. Sau cool einfach. Badewanne. Cool. Hast du Lust auf ein Badplatz? 5 Euro, wenn du da reingehst. Ich auch nicht. Finde es raus. So ein bisschen grün und so. Ja. Vielleicht ein paar Meeresbewohner, Wasserbewohner, Meerbewohner, das ist ein bisschen schwierig.
Genau, das war's. Herrlich einfach. So, und wir sind beim nächsten Fels. Der heißt Heidenturm. So, und jetzt schlängelt sich unser Weg gleich in den Wald rein. Oder weiter in den Wald rein. So, wir befinden uns auf den Buchkammern und uns hat auch unten bei unserem Apartment jemand erklärt, warum die Buchkammern heißen. Hier wurden wohl im Zweiten Weltkrieg die Bücher vor den Nazis versteckt, dass die nicht verbrannt werden. Oh, hier hat man einen schönen Blick auf die, ich habe vergessen, wie sie heißt, Burg. Eine der 12, die halt in der Umgebung waren. Naja, eher Ruine. Ach nee, das ist doch der Drachenfels. Ja, das hat man. Oh, ich bin ja schlau. Das ist der Drachenfels. Ja, crazy, sind wir schon einfach hier rüber gelaufen. Krass. Sehr gut. Oh, nichts passiert. Oh. Ich habe auf die rutschigen Äste weggerutscht. Dann kommen sie nicht, also ein Vorsicht.
Also die Wege hier sind sehr, sehr rutschig. Torun und ich sind beide schon ausgerutscht. Man muss halt echt aufpassen. Auf der Erde geht's, aber sobald halt die Wurzeln nass sind, rutscht man halt einfach direkt weg. Muss mal echt gucken, dass man am besten einfach gar nicht auf nasse Wurzeln tritt und auch nicht auf nasse Steine oder Moos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da.